Mann, dies war das Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zu einem extrem wichtigen Video. Es ist mal wieder Trading-Zeit und wir müssen über einiges reden, denn der World Cup steht an. Der November ist meistens immer voll mit richtig vielen Promos und vor allen Dingen den Black Friday. Und deswegen müssen wir darüber reden, ob es nicht besser wäre, mal zu gucken, ob man seine Karten verkaufen sollte wegen dem Marktcrash. Nichtsdestotrotz gucken wir uns das gesamte Ding mal an. Ich will hier keine Panik oder sonstiges verbreiten. Ich will euch nur meine Meinung sagen. Wenn euch das Ganze gefällt und wenn ihr vielleicht sowas auch öfters sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben, da ist ja gerne auch ein kostenloses Abonnement. Liebe geht auf jeden Fall raus an jeden Einzelnen. Damit wollen wir direkt mal rein starten mit dem Video. Let's go. So, Boys and Girls, wir sind angekommen, erstmal auf Main Account. Und ich möchte euch erstmal sagen, was ich aktuell gemacht habe. Und zwar, ich habe alles verkauft. Wir müssen darüber reden, denn der WM-Modus steht an, der Black Friday steht an und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es das dazu führt, dass der Markt sehr gut nach unten geht. Egal bei welcher Karte, ob das jetzt One-Swatch-Karten sind, Rootbreaker-Karten sind, Heroes, vielleicht sogar auch Icons, Fragezeichen. Denn der World Cup bringt einiges mit sich. Nicht nur, dass der Black Friday ansteht und dass sehr viele Packs gezogen werden, viele Packs angeboten werden, die ersten großen Lightning Rounds stehen und so weiter an. Und das ist ja Ende November und deswegen ist es sowieso immer ganz gut, dass sein Team nicht zu halten. Aber der World Cup steht an und der World Cup hat einige interessante Informationen einfach mit dabei, wo ich mir persönlich denke, dass gerade in den nächsten 4 Wochen, wenn die World Cup Modis einfach reinkommen ins Spiel, dass die Goldkarten und die anderen Karten sehr, sehr uninteressant werden. Bevor wir aber jetzt komplett in die ganze Sache reinstarten, ich möchte jetzt erstmal keine Panik machen. Ich glaube, die Intention des Videos wird wahrscheinlich die sein, dass ich sage, ja, es ist so, dass ihr, es gibt 2 bestimmte Spielertypen von FIFA-Spielern. Einmal diejenigen, die nicht auf ihre Coins achten, die einfach zocken, mit was sie Spaß haben und einfach sagen, hey, wenn ich Coins verliere, verliere ich Coins. Und diejenigen, die halt gerne mal auf ihre Coins achten. Und das ist auch völlig legitim. Ich persönlich bin so ein Mensch, der sagt, ich achte eher auf meine Coins, will aber trotz alledem Spaß haben am Spiel. Deswegen kaufe ich mir nicht die besten Karten, die es so gibt, obwohl ich vielleicht die Möglichkeit hätte, sondern baue mir irgendwelche Pun-Teams, lass mir einfach was einfallen und ich denke, das ist der beste Weg. Nichtsdestotrotz, gerade für diejenigen, die sagen, hey, meine Coins sind mir egal, ich will Spaß haben am Spiel, behaltet euer Team. Das ist absolut gar kein Problem. Aber für diejenigen, die sagen, hey, die Coins sind mir dann doch ganz wichtig und ich würde vielleicht nicht ganz so viel gerne verlieren, ich glaube, Intention des Videos wird sein, dass man sagt, oder ich persönlich werde es auch so machen, gerade auf der RTG, weil auf dem Main habe ich schon alles verkauft. Ihr seht, wir haben 4 Millionen oben, dazu sind fast knapp 18,5 Millionen investiert. Mit den ganzen Infos wahrscheinlich 19,5 Millionen oder 20 Millionen. Es wird nach der Weekend League Zeit, eure Teams zu verkaufen. Meine persönliche Meinung. Ob das genauso stattfindet, ob das genauso kommt, wie ich es denke und wie ich es mir vorstelle, ist natürlich wieder ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz, was habe ich persönlich getan? Ich bin aktuell in Futter gegangen. Ich habe 18,5 Millionen knapp in 87er gesteckt. Preis zwischen 16.500 und 17.000 Münzen. Die waren durch das Foundation Pack, was im Shop war, das 100k Pack, was tradable war, sogar nochmal günstiger zu erreichen letztes Wochenende, 15.5. Ich glaube, dafür brauchen wir auch keine wirklich großen Marktkenntnisse. Man sieht ungefähr, wo das Futter steht. Wenn man sich allgemein mit dem Markt beschäftigt, wäre es halt für jeden Einzelnen von euch die logische Konsequenz gewesen, wenn ihr gesehen hättet, oh, 87er stehen bei 15,5, die können sehr gut hochgehen und waren schon viel, viel höher. Die waren schon bei 21k. Ich gehe rein. So, ich habe es gemacht. Ich bin reingegangen. Liegt einfach auch daran, dass ich ab nächste Woche Montag in Athen bin bis Freitag und wir, so wie es aussieht, kein richtiges Event mehr sehen werden, ne, bevor der WM-Modus beginnt. Das bedeutet, es kann gut sein, dass es kein Pack-Event wird am Freitag, sondern es wird ein reines SBC-Event und gerade solche SBC-Events knallen ordentlich rein, denn das Futter kann gut hochgehen, weil vielleicht täglich SBCs kommen. Es kommen gute SBCs, gut gepriced SBCs. Die sind sehr, sehr beliebt. EA will vor der großen Promo eure Coins aus dem Verein ziehen. Ja, und deswegen machen sie das eigentlich immer ganz clever. Und deswegen möchte ich da auch gegensteuern. Nicht, dass ich jede SBC mache. Ja, wird definitiv so sein. Aber die SBCs, die ich dort ausgebe, die Münzen, die ich dort ausgebe, werde ich wahrscheinlich das 3-fache, 4-fache wieder reinholen durch meine Investments. Die große Frage, die ich mir jetzt stelle, ja, ist es denn überhaupt noch möglich reinzugehen? Weil das werden sich jetzt viele fragen. Ich persönlich sage, es ist möglich, aber mit einem gewissen Risiko behaftet. Weil am Wochenende war es perfekt. Am Wochenende war es wirklich der perfekte Zeitpunkt, wo ihr hättet reingehen können. Im Endeffekt, jetzt sind die Karten wieder hochgegangen. Wir wollen uns das Ganze kurz mal angucken. Ne? Meiner Meinung nach, was absolut immer funktioniert, sind die 83er aktuell. Denn die 83er sind bis jetzt noch überhaupt gar nicht gefordert worden. Ne? Und deswegen kann es natürlich gut sein, dass wir in irgendeiner Art und Weise in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, viele SBCs bekommen, wo auch 83er-Teams, 82er-Teams, 84er-Teams abgegeben werden müssen. Und da sehe ich auf jeden Fall Potenzial, dass die vielleicht um 50% steigen, sozusagen auf 1,3. Wäre eine Option, wenn ihr wenig Budget habt, könnt ihr das natürlich machen. Ich denke, 83er sind, was das Risiko angeht, bis jetzt relativ sicher. Genauso die 84er. Die 84er waren auch schon mal bei 3,5.
Würde ich persönlich aber sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht für ungefähr 2200 Münzen zu snipen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Risikobehaftet sind ab 85 plus. Liegt einfach daran, die 85er werden gerade aktuell extrem gepusht durch Insignia, durch Ikari SBC und vor allem durch das Team of the Week Pack, weil ihr da 4 abgeben müsst. Deswegen sind die fast gleich teuer gewesen letztens. Die Karten sind auch wieder hochgegangen. Gerade 86er war mein 12k, 87er, wie gesagt, war mein 15,5. Die sind jetzt mittlerweile schon auf 17,5, 18k hochgegangen. Das gleiche halt auch bei den High-Rated-Karten. Ja, die hast du locker für 28, 27, 5 bekommen. Die hast du sogar auch für 21, 20, 5 bekommen. Das ist gar kein Problem. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Potenzial, dass sie hochgehen. Aber, und jetzt kommt das große Risiko, was wir hier bei diesen Karten haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das geht noch nach oben. Aber wenn ihr einkauft, kann es natürlich auch sein, dass vielleicht genau das Gegenteil passiert. Denn wir wissen ja nicht, was ihr raushaut. Und dieses Potenzial zu steigen ist da nicht mehr genauso hoch. Also ihr werdet nicht den Gewinn fahren, wie ich jetzt zum Beispiel, weil ich halt schon ein bisschen eher eingekauft habe. Oder für diejenigen, die für 15,5 eingekauft haben. Das definitiv nicht. Aber ihr könnt noch Gewinn machen. Aber das ist eigenes Risiko. Weil es kann sehr gut sein, dass ihr SBCs bringt, die vielleicht nur die ganzen Karten pushen, ne? Und die ganzen Karten eher nicht. Und deswegen werden die vielleicht auch nicht so hoch steigen, beziehungsweise eher sinken, ne? Damit könnte man natürlich auch wieder Verlust machen. Das ist natürlich aber eure eigene Entscheidung. Ihr müsst selber wissen, geht ihr das Risiko ein oder nicht. Risikofreie Variante, meiner Meinung nach 83er, seid ihr, denke ich mal, fein mit. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Die große Frage ist, Chris, warum denkst du, es wird langsam Zeit, alles zu verkaufen? Ich glaube, der Marktcrash kann auf jeden Fall relativ zügig kommen. Warum? Eigentlich relativ simpel. Wir gehen mal ganz kurz rein in die FIFA 23 Pitch Notes, was den FIFA World Cup angeht. Und da gehen wir natürlich auf FIFA Ultimate Team, weil ich glaube, das ist sehr interessant. Denn hier steht nämlich erstens, dass ihr ab, ich glaube, 9. oder 11. geht das los. Ja, am 11. November geht das los. Da kriegt ihr erstens eure Hero-Karten. Ja, für diejenigen, die vorbestellt haben, bis zu einem bestimmten Tag im August, kriegt ihr eure garantierten Heroes. Die sind hier mit am Start. So, aber, und jetzt kommt es auch noch ganz interessant, oder wird es interessant. Wir haben erstmal die FIFA World Cup Tauschsachen, also die FIFA World Cup Swaps. Die werden kommen. Da werden wir mal sehen, was wir alles freischalten können. Und es gibt natürlich auch noch Sachen, die man freispielen kann, beziehungsweise sammeln muss, um am Ende, am 4. Januar, wenn das ganze Event vorbei ist, nochmal ein bestimmtes Level aufzusteigen und gute Rewards zu bekommen. Ja, es gibt insgesamt 10 Rewards oder 10 Stufen der Rewards und je mehr Spieler ihr von den World Cup Spielern habt in eurem Verein, die übrigens ab 4. Januar komplett rausfallen, kriegt ihr einfach bessere Sachen. Was das wird, werden wir merken, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Nichtsdestotrotz muss ich persönlich sagen, steht auch hier, dass manche Goldspieler oder manche World Cup Spieler ein besseres Rating bekommen als ihre Goldkarte. Also das ist möglich. Ob das jetzt alles sind oder nur einer oder nur zwei aus dem Team, ist eine große Frage, kann euch keiner beantworten. Ne? Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, dadurch, dass das halt 4 Wochen lang geht, der Black Friday steht noch an, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass halt der Fokus von sehr, sehr vielen FIFA-Spielern, meines übrigens auch, komplett auf den FIFA World Cup Spielobjekten liegt. Bedeutet, Goldkarten werden kaum noch gespielt. Vielleicht gibt es bestimmte Sachen, die Weekend League, vielleicht wird da auch wieder was anderes kommen, dass man halt vielleicht nur mit diesen World Cup Spielern spielen darf. Oder man kriegt halt World Cup Spieler als Rewards oder was auch immer. Team of the Week weiß man auch nicht, wie das Ganze funktioniert. Da müssen wir uns einfach überraschen lassen. Ne? Aber dadurch, dass irgendwann die Karten sind ja geupgradet. Irgendwann verfällt das einfach der Gedanke, die gehen irgendwann weg. Beziehungsweise, oh, warum soll ich denn einen 87er Lori spielen, wenn ich einen 89er Lori aber auch spielen kann? Weil das gibt es ja als World Cup Objekt. Und irgendwann werden halt Goldkarten einfach irgendwann beiseite geschoben. Viele denken nicht mehr dran und dadurch ist die Nachfrage extrem gering und das Angebot extrem hoch. Bedeutet, die Goldkarten werden kaum noch gekauft. Ist natürlich vielleicht auch ein interessanter Faktor, wenn es darum geht, dann nach dem Event, beziehungsweise bevor das Event zu Ende geht, nochmal in Goldkarten zu investieren, weil im Endeffekt irgendwann, wenn die Karten extrem nach unten gegangen sind, durch Black Friday, durch zum Beispiel die World Cups und so weiter, und am 4. Januar alle World Cup Spieler weg sind, müssen ja die Spieler wieder spielen mit irgendwelchen Karten. Ja, und dann dadurch, dass man kein World Cup Team hat, muss man wieder Goldkarten kaufen. Könnte wieder interessant werden, werden wir aber dazu, denke ich mal, am Ende des Jahres nochmal ein Video zu machen, ob man da nochmal reingehen kann oder nicht. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr interessant werden. Dazu haben wir so viele verschiedenste Kartentypen schon wieder von EA bekommen, die wir hier sehen werden. Ne? Es kommen 5 Kampagnen, also 5 Promos, nur zum World Cup. Bedeutet, wir haben noch neue Icons, wir haben die Heroes und. Da kommt einiges auf uns zu. Extrem viele Leute wollen halt vielleicht im World Cup zocken, vergessen die Goldkarten und dadurch geht alles weiter nach unten. Und deswegen muss ich persönlich sagen, ich glaube, es ist vielleicht sogar wirklich besser, nach der Weekend League sein Team komplett zu verkaufen, flüssig in das Event reinzugehen, nicht zu viele SBCs zu machen, jetzt gerade mit der nächsten Woche, die kommt, weil ich habe es euch schon erzählt, EA will halt unbedingt, dass ihr eure Coins loswerdet.
Und das ist so eigentlich die Intention meines Videos. Ich glaube, das ist sehr, sehr interessant, weil viele darüber auch einfach nicht nachdenken und einfach sagen, hey, ich behalte eigentlich einfach alles, aber im Endeffekt spielst du halt dann doch nur noch die World Cup Modis, um halt die Rewards zu bekommen, die man am 4. Januar bekommen könnte, plus die World Cup Swaps und so weiter und so fort. Das ist halt meine Intention, was das Ganze angeht. Des Weiteren gibt es noch einen bestimmten Punkt, den ich loswerden möchte, denn es kann auch natürlich sein, dass sowas Ähnliches wie eine Wundertüte kommt. Heißt sozusagen, wir haben mittlerweile durch die ganzen Events, die wir bekommen haben, ob das jetzt die Out-of-Position-Sachen sind, Rule-Breakers sind, die Road to the Knockouts oder auch OTWs, sind wir mittlerweile bei 4 Promos. 4 Promos reichen komplett aus, um verschiedene Wundertüten rauszuballern. Heißt aber auch da, kann Futter natürlich wieder ansteigen, aber heißt auch wieder, dass das Schöne daran ist, dass vielleicht Karten dadurch sinken werden, weil Panik entsteht und so weiter und so fort. Werden oft gezogen, vielleicht kommt da wieder so ein 100k-Pack im Shop, wo man vielleicht so eine Karte ziehen kann. Vielleicht ist es auch wieder tradable, der Markt geht wieder nach unten. Also egal, welche Karte, über welche Karte wir reden, ich glaube, es ist wirklich das Sinnigste, einfach hier die Karten zu verkaufen, flüssig in das World Cup-Event reinzugehen. Und ich denke, da fahrt ihr, glaube ich, am besten. Ob das jetzt stimmt oder nicht, ist natürlich ein absoluter Gamble. Das sind einfach nur meine Gedanken, meine Intentionen an der ganzen Sache. Gerade mit dem Black Friday, der auch noch ansteht und da immer alles gefühlt nach unten geht, schon alleine davor, ist es vielleicht einfach besser sozusagen, je eher, desto besser, um eure Coins aufzuheben, aufzusparen und dann im Endeffekt, wenn ihr Glück habt, einfach mit dem, statt dem Messi, der 190k jetzt kostet, nach dem Event oder wenn ihr gut einkauft, während des Events, bevor das Ding wieder rausgeht und alles wieder hochgeht, vielleicht von den Goldkarten, ihn für 120k mitzunehmen, für die 70k wieder was anderes zu machen. Ja, weil ihr könnt natürlich auch bei einem World Cup Event gut traden. Das ist gar keine Frage. Gerade ich denke, was das angeht, funktioniert gerade am Anfang Flippen sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob die World Cup Objekte komplett tauschbar werden. Ich glaube, das steht auch gar nicht in den Pitch Notes irgendwie drin, ob diese Karten hier wirklich tradable sind. Muss man halt wirklich schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das angeht. Wir werden auf jeden Fall, dann könnt ihr euch schon drauf freuen, auf der RTG nochmal eine eigene RTG innerhalb dieser ganzen Sache machen während des WM-Events. Wir werden eine World Cup to Glory machen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, der RTG. Da werden wir auf jeden Fall alles nutzen, alles mitnehmen, was nur so geht. Viele Packs ziehen, das beste World Cup Event Team hoffentlich aufbauen, was es so gibt. Und ja, wie gesagt, das ist so meine Intention gewesen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Die Heroes, wie gesagt, kriegt ihr am 11. Da sind wir auch wieder live, denn ich bin am 11. komme ich früh am Morgen komme ich an, fahre dann direkt nach Hause und dann wird gestreamt. Da gucken wir uns das gesamte Ding mal an. Ich weiß auch nicht, ob man am 9. schon reinstarten kann. Sonst starten wir direkt dort mit der WM to Glory rein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Denkt dran, ist meine Intention, kann passieren. Futter kann man machen, muss man selber das Risiko eingehen, ob man das möchte oder nicht. Macht euch darüber Gedanken, guckt euch den Markt an, wie es halt in den letzten Jahren war. Ich glaube, letztes Jahr kam am 8. November oder 9., 10. November irgendwann die erste Baby-Icon-SBC. Da ist das Futter schon allgemein nach oben gegangen. Schaut da auf jeden Fall nach. Nehmt euch gerne einen Clubstock mit von den 84er-Infos, die 11k kosten. Macht ihr nie was falsch, denn man weiß halt wirklich nicht, ob in irgendeiner Art und Weise Team of the Weeks komplett rausfallen, wir jetzt 4 Wochen keine Team of the Weeks bekommen, weil seit wann bringt denn EA 10 Team of the Week Packs? Ja, pro Woche, so gefühlt. Vielleicht liegt es daran, dass man halt sagt, EA, hey, mach die SBC. Es ist besser, einen Clubstock zu haben von Infums, weil irgendwann zum World Cup Event gibt es halt gar keine Team of the Weeks mehr. Müssen wir uns überraschen lassen, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch das noch mitzunehmen. Ich denke, mit Infums, gerade zum Abschlusspreis, macht ihr nie was falsch ab 81, 82er Rating. Hier, wenn man das so sieht, dem Wähler Wilson, versucht die Karten zu snipen, so günstig es geht. Und damit seid ihr eigentlich, denke ich mal, fein. Das ist so meine Variante, meine Intention, meine Gedanken zu der ganzen Sache. Schreibt mir gerne eure dazu in die Kommentare. Lasst uns gerne gemeinsam diskutieren. Ich bedanke mich erstmal auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Bock habt, dass wir darüber öfters reden, was Trading angeht und so weiter. Ihr wisst, ich bin aktuell fast nur noch in Investments drin. Ich kann aber gerne meine Intention, meine Gedanken zu allem drum und dran gerne an euch weitergeben. Lasst Liebe da. Ich bin auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch was. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Haut rein. Und ciao. Kuss, kuss. Ach ja, wenn ihr ein Video zu den OTWs sehen wollt, wegen der WM, können wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Das war's. Let's go. Ciao, ciao.